Wer schafft es? Anonym. Mehr kann ich Ihnen jetzt zu dieser Stunde nicht anbieten. Die große Legung, die Anonymität und der Zug Ihres Lebens. Steigen Sie gemeinsam mit mir einmal ein. Ich nehme Sie bei der Hand, ich begleite Sie ein Stück auf Ihren Weg. Sie entscheiden, wie lange. Wenn noch Fragen offen sind, versuchen Sie es nochmal, dass wir vielleicht nochmal drauf gucken. Die eine Anruferin hat es auch dann zum zweiten Mal geschafft und wir konnten dann nochmal ganz genau das große Kartenbild dazu befragen. Liebe Zuschauer, und ich bin ja nachher noch mal eine Stunde für Sie da. Dann habe ich Sie den ganzen Nachmittag bis in den Abend hinein begleitet, an meinem ersten Tag hier bei Astro TV heute. Und wenn, da weiß ich natürlich nicht, ob es dann auch so ruhig ist. Dann ist natürlich wieder eine andere Zeit. Dann ist die Abendstunde, die meisten haben Abendbrot gegessen und sitzen dann vor dem Fernseher. Und dann ist es wirklich vielleicht schon schwieriger. Jetzt haben Sie noch Möglichkeiten, vielleicht mit ein bisschen Glück etwas schneller zu mir ins Studio zu kommen. Und wenn es gleich klingelt, ich sage auch, wenn ich mich wiederhole, wählen Sie sich bitte während der Beratung ein. Ihre Chance. Lassen Sie mich einmal ein Stück Sie begleiten, um zu schauen, wie es bei Ihnen weitergeht. Denn dafür sitze ich hier, um Ihnen zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Viele, viele Dinge werden immer wieder bestätigt, die ich so gar nicht wissen kann. Aber in Verbindung mit den Karten, Sie sehen ja, wie das Ganze funktioniert, meiner Intuition kann ich die Tendenzen und die Entwicklungen voraussehen. Aber dazu müssen Sie sich jetzt einwählen, liebe Zuschauer, damit es hier klingeln kann. Sie sehen, es ist eine sehr lange Pause. Das heißt, der Zufallsgenerator hat noch niemanden ausgewählt. Wenn Sie sich jetzt noch einwählen, ist es Ihre Möglichkeit, vielleicht der oder die Nächste zu sein. Und lassen Sie sich doch einmal jetzt überraschen in der anonymen Runde. Von dem Zug Ihres Lebens. Was sind Ihre wichtigsten Stationen, die jetzt als nächstes anstehen? Ich gucke immer, was jetzt als nächstes für Sie ansteht, auch wenn das außerhalb Ihrer Frage ist. Und das gebe ich Ihnen mit auf den Weg. Ihre Frage schaue ich mir natürlich auch an. Aber wenn jetzt erstmal was anderes Thema ist, nenne ich Ihnen das auch. Ich habe hier unten im Hause des Schicksales, ganz unten rechts, die letzte Karte, das Kreuz in den Lenormand-Karten. Das ist für mich immer der Platz der Aufgabe, was gerade ansteht und was Sie schon Ihr Leben lang begleitet. Aber ich bin gespannt, was ich jetzt bei Ihnen finden werde im Hause des Schicksales. Was ist Ihre anstehende nächste Aufgabe? Nutzen Sie die Gunst der Stunde. Jetzt ist wirklich ruhig, anonym. Alle 36 Karten liegen auf dem Tisch und die spannende Reise mit mir an der Hand in Richtung Zukunft. Und ich gucke wirklich sehr, sehr weit nach vorn. Ich wollte eine Beratung nach der anderen machen, liebe Zuschauer. Wo sind Sie jetzt? Ich habe ja nur eine Stunde zur Verfügung. Dann verlasse ich wieder diesen Platz. Jetzt bin ich noch hier für Sie da. Und wenn Sie mit mir in den Zug